Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bioshock. Und wie ihr vermutlich schon hört, haben wir ein neues Mikro. Ja, doch, ein Studio-Mikro jetzt hier. Jetzt nicht mehr mit dem Headset. Ach, was haben wir hier? Das ist total ungewohnt, jetzt dieses Ding hier vor mir stehen zu haben und nicht mehr das Headset, das kleine Mikro davon. Aber finde ich cool, freue ich mich. Okay, jetzt aber hier erstmal hier. Was haben wir hier? Warte, ich glaube, wir waren hier schon mal, oder? Ja, doch. Warte, wir kaufen uns einen Eve-Link. Verbandskästen verleihen auch Eve. Ja, dann, wie viel kostet das? 20. Dann machen wir das einfach mal. Holen Sie mit Eve-Link mehr aus Ihren Verbandskästen heraus. Diese revolutionäre neue Gentunikum lässt Ihren Körper Eve produzieren. Wenn Sie Verbandskasten verwenden. So geht das. Ja, also noch einen freien Slot, dann geht das doch. Ranch Jockey, Tempo Hacker, Hackers Delight, Extra Nutrition, Medical Expert. Verbandskästen verleihen etwas mehr Gesundheit. Weiß ich nicht, ob wir das brauchen werden. 20, ja, komm, nehmen wir mit, wenn so viel. Medical Expert verbessert ihre Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilt. Verwenden Sie Verbandskästen nie wieder ohne Ihren besten Freund, den Medical Expert. Ja, okay, was haben wir hier? Medical Expert, und was ist das? Das ist irgend so ein Kameradingen, ne? Sicherheitslücke. Na, dann wechseln wir einfach mal die Sicherheitslücke. Und ansonsten bleiben wir, wo wir sind. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Und wir nehmen wieder das Schrotgewehr. Was haben wir hier? Ach, eine Genbank. Ja, stimmt, hier haben wir ja unser Bienenzeug gekauft, ne? Dann würde ich sagen, Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? das hatten wir doch schon mal. Wer weiß das? Wer weiß das? Eine Kamera. Wo ist sie? Ich höre sie doch. Nee, ist das die Kamera? Nein, das war die Kamera. Okay. Dann kommen wir halt von hier. Wo ist die Kamera? Hallo. Da oben. Ah, warte, die hacken wir. So, schnell. Ja, das schaffen wir so. Von hier, ne? Ja. Dann machen wir den hier und dann. Das ist echt. Noch geradeaus. Ja. Perfekt. Und noch einen runter. So. Ja, das ging ja eigentlich jetzt. Gehackte Kameras arbeiten für dich und alle ihren Sicherheitsbot bei Feindkontakt. Ja, wissen wir. Problem gelöst. Money. V, wir hacken den nächsten. Ah, drück mir die Daumen. Ich bin. Nein! Fuck, nein! Oha. Boah, das geht zu schnell. Das geht zu. Nein! Na, okay. Okay, das war wohl nix. Okay, der ist zu schwer. Da habe ich keine Lust drauf. Da muss ich so. Oh, jetzt habe ich C gedrückt. Ich wollte E drücken. Naja. Nein, nicht E, D. Auf E, was ist denn? Ach ja, da kann man ja Dinge aufsammeln. Stimmt. Zum Beispiel Geld. Oder die Leiche durchsuchen. Ja, und ich habe wieder völlig vergessen, mir eine Uhr hier hinzustellen. Aber das ist eigentlich. Meine Reise nach Rapture war Egal. bereits meine zweite Flucht. 1919 floh ich aus einem Land, das den zaristischen Despotismus gegen die blanke Raserei eingetauscht hatte. Die marxistische Revolution hatte eine Lüge durch eine andere ersetzt. Statt dass nur den Monarchen die Früchte aller Arbeit gehörten, sollten sie nun allen gehören. Okay. Ah, ich habe hier gerade nur ausprobiert, So diesen kam Draht zu ich nach Amerika. zerschießen. Ah, okay. Wieder selbst. Die Früchte seiner Nee, wir bleiben.
Oder wir nehmen vielleicht nochmal hier den Flammenwerfer. Der ist eigentlich auch ganz gut. Ich hab Schmerzen beim Atmen. Ich werde dich mit meinem... Komm her! Ja, so wird das jetzt, mein Freund. Boah, ey. Oh, ich höre einen Big Daddy. Versuchst du es? Jetzt bleibt's an mir hängen! Top! Was war das? Alter, was sind das für Typen? Oh, eine Inventstation. Auf jeden Fall ein Hacker. Panzermuni, wie viel kriegen wir? 20 Stück. Wie viel können wir davon? Warte, dafür brauche ich Schrotmuni. Explosiver Schrot. Machen wir. Cool, hatten wir noch gar nicht so wirklich was. Warte mal, eben. Oh, da war der Big Daddy. Ey, wie cool. Wir hatten noch gar keinen explosiven Schrot. Ausprobieren. Hast du eine Little Sister dabei? Ne, der hat keine Little Sister. Dann ist es jetzt mein Kumpel. Was ist das? Destilliertes Wasser, das brauche ich doch. Muni? Was ist hier, eine Pistole? Ich muss ja erst hier mit der Maus aufpassen, dass ich nicht genau gegen das Mikro hier komme. Von hier komme ich doch. Muss ich jetzt wieder hier hin, oder wie? Ach, ich musste nur das destillierte Wasser holen, oder wie? Und da ist nochmal welches. Hä? Und jetzt wieder zurück? Ach, da ist noch mehr destilliertes Wasser. Okay, und wieder zurück, oder was? Was ist denn das jetzt hier für ein... Im Ernst? Hin und her und hin und her? Hier ist nichts. Freund, da, was zeigst du mir hier an? Muss ich vielleicht hier hin? Warte, da hinten blinkt und glitzert irgendwas. Anhören. Die Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben, es sind immer noch Kinder. Sie spielen, singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Manchmal lächeln sie. Aha. Aha, okay. Und warum macht die das denn, wenn die da irgendwie ein schlechtes Gefühl bei hat? Nein, ich brauch gerade einmal. Ja! Okay, noch einmal geradeaus. Und nochmal geradeaus. Oder nein, hoch ist schon gut. Nach rechts. Und geradeaus. Alter, wo sind die? Ah, da, okay. Und hoch. Und nach links, was nicht? Ah, da. Okay. Und nach rechts. Also, nein, nach. Oder. Boah, das war jetzt schon fast knapp. Ergebnis des erfolgreichen Hackens. Mehr Werkzeuge verfügbar. Und bla bla bla. Irgendwas noch. Pistolen, Gurgeln, Schrot hätte ich eigentlich gerne noch was. Aber wir haben nicht so viel Kohle. Leider. Nee, dann sparen wir lieber unsere Kohle und gucken, dass wir dann hinterher mehr Schrot kriegen. Ich bin mittlerweile so ein richtiger Fan des Schrotgewehrs geworden. Das finde ich echt Hammer, das Ding. Hier liegt nichts mehr. Hallo, wo soll ich denn hin? Boah, Alter, was macht der denn für einen Lärm hier? Und wenn ich jetzt runtergehe, sagt er... Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Bist du damit zufrieden? Ach, danke, mein Freund. Ach, das war die Explosionsmuni. Oh, die sollte ich mal wechseln. Ich kann ja nicht die Explosionsmuni hier verschwenden. Sind wir hier jetzt endlich richtig? Ah, das sieht richtig aus. 5 von 7. Oh.
Jetzt lässt er ab von uns, der Big Daddy. Nun gut. Und ich habe ihm noch nicht mal einen Namen gegeben. Ja, okay, aber ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Mann, das habe ich erst im letzten Moment gesehen. Ich wäre fantastisch. Da ist noch was. Schnell dahin, schnell dahin. Destilliertes Wasser. Scheinbar ist hier alles ein Destilliertes Wasser. Ah, warte, ich sehe dich. Ich sehe euch. Nein, das ist der Big Daddy. Boah, fast hätte ich geschossen. Ich glaube, der hätte uns platt gemacht. Irgendwo ist hier noch was. Was ist das? Waffen-Upgrade! Also Munition verbraucht des Chemowerfers. Also was wir auf jeden Fall nicht mehr upgraden, ist Schrotflinte und Dings, oder? Obwohl, die ist schon der Hammer. Schadenssteigerung. Ah, Manu, eigentlich möchte ich ja, aber andererseits haben wir ja schon und... Pistolenmagazingröße auf keinen Fall. Schadensteigerung schon eher, aber die hat leider nicht so viel Muni. Ich benutze die ja eher mal so nebenbei, falls wenn und wenn eigentlich nicht. Und, ne? Und Schadensteigerung für einen Granatwerfer? Schadensimmunität, was heißt denn das? Automatisch generierte was? Hohlladungen machen dich deinen eigenen Granaten gegenüber immun. Ah, Hohlladungen. Ah, okay. Munitionverbrauch des Chemowerfers, Chemowerferreichweite. Nee, das geht eigentlich bisher. Weißt du was, wir machen einfach jetzt Pistole oder Schrotflinte. Eins von beiden. Ene mine Mister, Schraube in der Kiste. Ene mine weg und du bist weg. Dann Schrotgewehr. Boom. Alter, ach, da ist ja noch was. Alles, war doch mal. Boah, das sieht richtig Hammer aus jetzt. Alter, das Ding ist ja voll gemoddelt. Hast du schon alle Bestandteile des Ladenrundvektors gesammelt? Wenn ja, such dir am besten eine Werkstatt und setz sie zusammen. Und dann geh zurück in Langfords Labor und tu das ganze Zeug in die Befeuchtungsanlage. Das müsste den Nebel eigentlich wegpusten. Ja, okay, darum werden wir uns kümmern. Aber ich schlage vor, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Und mir ist aufgefallen, dass dass ich sehr oft, nachdem ich irgendwas an irgendeine Waffe geupgradet habe, die Folge zu Ende mache. Na, dann bleiben wir mal dabei. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und verspreche, in der nächsten Folge weiterzumachen. Ciao!